Ja, willkommen zurück. Ich gehe erstmal schlafen, bevor ich euch die Niederlage meines Lebens erzähle. Nein, was heißt Niederlage? Es gibt oder gab ein kleines Problem. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Direkt nach, ja, nach der letzten Folge quasi, gab es eigentlich noch zwei Folgen. Gut, über eine halbe Stunde Spielspaß. Ihr würdet dann sehen wir hier Bücherregale. Wir haben unseren Verzauberungstisch. Und wir haben hier vorne auch ein Dach in unserer Veranda. Mit einer Liegeoption. Das sind Sachen, die ich gebaut habe, als Fraps meinte, es müsste nicht mehr aufnehmen. Beziehungsweise beim Encoden gab es da Probleme. Und ja, somit fehlt leider ein klein wenig, was ich natürlich auch so nicht mehr zurückbauen konnte, weil ganze Inventar und Co., was ich natürlich dafür verwandelt habe, das wäre jetzt extrem zeitaufwendig gewesen. Klar, man hätte alles machen können, aber darauf habe ich jetzt getrost verzichtet und mich lieber noch um die weiteren Projekte gekümmert. So, also, was ist passiert? Natürlich haben wir hier unser Bambusrohr, Arsenal, unser riesengroßen Vorrat. Habe ich schon einmal gefarmt gehabt, um ein paar Bücher zu bauen. Da hinten, wie man sieht, wächst auch schon was. Habe ich ein bisschen vergrößert gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man sehen konnte. Hier an der Seite, naja, hier konnte man laufen. Hier ist ein bisschen mit Stein zu. Und ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon so gesehen. Denke ich mal. Ja, ansonsten war ich nur hier und habe mich nur hier aufgehalten. Aber hier oben natürlich schön die halben Ziegelsteine, die das Dach ja geschmückt haben, bin auch zweimal runtergefallen, aber so ist nichts passiert. Naja gut, hier hinten haben wir jetzt unsere Bücherei. Ja, unsere kleine passt hier in die Ecke ganz gut. Und naja, da wollte ich natürlich gucken, um die Spitzhacke zu verzaubern, wie viel Bücherregale ich brauche, damit ich es optimal hinstellen kann. Ich komme ja auf maximal Level 7 momentan, wenn ich jetzt gerade mal so gucke. Ja, mir natürlich noch viel zu wenig. Und deswegen wollten wir mal gucken, was ich noch alles brauche. Ich habe nämlich kein Leder mehr. Doch, 9 mal Leder habe ich noch. Damit könnte ich noch 3 Bücherregale basteln. Hätte ich mir noch ein paar Kühe sammeln irgendwo. Und ich habe schwuppdiwupp. Vielleicht packen wir das gerade nochmal hier rein. Das gehört da auch noch mit hin. Und das auch noch. Ja. Was ich natürlich habe, ist noch ein paar andere Sachen. Müssen wir mal gerade ganz kurz gucken. Was wir noch brauchen, ist natürlich Zuckerrohr. Ne? Und davon ist leider momentan nicht allzu viel da. Was mich jetzt gerade ein wenig nervt, weil es einfach noch alles gerade seine Zeit frisst. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Also entweder wir laufen müssen ja noch relativ früh am Morgen. Fressen hatte ich mitgenommen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Entweder wir laufen gerade noch mal ein bisschen weiter und suchen halt noch ein bisschen Zuckerrohr. Da hatten wir da hinten noch viel gefunden. Weil dann brauchen wir nicht allzu lange warten. Ach, guck mal, die Minimap. Mist, das wollte ich gar nicht. Nevermind. Oh je, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da sind, die Eigenschaften. Da hatte ich letztes Mal noch was gesehen. Das Radar. Enable ich mal. Player habe ich ja hier nicht. Animals könnte ich machen. Monster Slime. Ja, warum nicht? Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Also unter uns scheinen doch ein paar Monster noch zu existieren. Sehr interessant. Kann man mal sehen, was es eigentlich alles rumspawnt und rumfliegt. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren und testen. Sehr, sehr cool. Natürlich extrem ablenkend gerade. Immer auch gespannt, so eine Fledermaus, die hier so rumfliegt. Wie extrem schnell die denn vielleicht irgendwie den Positionswechsel machen. Ich gehe mal hier gerade in die Wüste. Mal gucken, ob ich hier am Rande noch irgendwas finde. Ansonsten war er da hinten, glaube ich, im Sumpfgebiet noch relativ viel.
So, und an die Farben muss ich natürlich auch noch gewöhnen. Was ist jetzt gut, was ist böse? Natürlich müsste ich am Wasser gucken, weil irgendwie in die Wüste rennen macht natürlich keinen Sinn. Na, hier ist noch nicht allzu viel. Ich glaube, heute jetzt noch alles abgegrast. Aber dafür rennen wir jetzt natürlich auch. Und gucken, dass wir noch ein bisschen mehr finden. Da haben wir schon mal was. Ist jetzt nicht die Masse, aber da hinten geht es gleich weiter. So habe ich alles eingesammelt. Ja, zwei Stück. Das stimmt auffallend. Mal gucken, wir sind ja auch noch gar nicht so weit hier in dieser Gegend gewesen, ne? Also so richtig groß hier hinten, glaube ich, sind wir noch nicht hingelaufen. Ach, guck mal. Das ist ja relativ viel. So. Also relativ viel, aber. Da hinten geht es noch weiter. Na, dann schauen wir einfach mal, was wir hier noch so finden werden. Auf jeden Fall will ich eine ganz vernünftige Spitzhacke haben mit Glück. Ja, habe ich mir so ein paar Sachen mal angeguckt. Ich habe mal gehört, man zum Beispiel das irgendwie bei irgendeinem Let's Player irgendwie, der meinte, ja, er hat sich auch viel angehört und keine Ahnung was. Wenn man irgendwie die reinlegt und neu mal auf Verzaubern klickt, dass man dann halt Glück haben könnte und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man da die Verzauberungsstufe, na, wie nennt sich die? Verzauberungsstufe Glück eben halt mit reinkriegt. Wenn wir nochmal auf Diamantenjagd gehen halt, ne, die ganzen Diamanten abbauen wollen, dann wäre das schon echt von Vorteil. Ja, weil auch die ganzen anderen Erze, die. Ach hey, warte mal kurz. Es hackt gerade ein bisschen. Leute, das liegt daran, dass sich hier gerade ein neues Dorf generiert hat. Das passiert halt bei dem Mod, was ich öfter mal nochmal angucken werde. Sehr, sehr lustig. Wissen wir also schon mal, wo was ist? Wo haben wir es denn jetzt? Oh je, je, je. Müssen wir uns eventuell doch mal irgendwann beeilen, was so hier noch weiteres Zeugs angeht. Weiß gar nicht, ob man mit den Leuten auch so handeln kann. Ich etwas überfragt gerade. Ich bin jetzt auch relativ weit schon, glaube ich, weg von meinem Ort. Okay. Hier hinten kommt ein Schneebiom. Wo ist denn hier ein Slime? Ich höre hier einen Slime. Aber sehen tue ich ihn gerade nicht. Die Meeresslime sogar, oder? Oder hört sich einer so an? Keine Ahnung. Okay. Habe ich überhaupt Pfeile dabei? Ja, so ein bisschen was habe ich. Gehen wir hier nochmal am Rande lang, aber ich glaube, fressen muss ich und sehen tue ich auch nicht mehr viel. Leute, das könnte eventuell sogar eine Nachtvorstellung werden. Ach, guck mal, da hinten ist noch was. Na, das holen wir uns noch. Oh, das sieht nach Dschungel aus. Ach, na. Ich hoffe, ich habe auch einen Waypoint gesetzt, ansonsten verlaufe ich mich wahrscheinlich hier bis zum, keine Ahnung was. Aber die, wenn ich schon mal hier hinten bin, kann ich mir noch holen da hinten. Das muss man machen. Okay. Dann notfalls schwimmen wir eben halt eine ganze Menge. Okay, gut. Gehen wir mal hier rüber. Sonne ist da. Ich rette mich mal gleich hier irgendwo drauf. So. Ach nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal gucken. Nein, ich habe gar keinen Waypoint gesetzt. Ach, herrje. Und mein Holz habe ich auch rausgenommen, ne? Nee, da könnte ich jetzt noch. Brauche ich nicht mal. Schön. So. Ich denke mal, wir könnten uns ganz spontan hier gerade, ach, ein Boot bauen. Das war so einigermaßen, ja, hier zurückschwimmen können. Wenn ich jetzt mal hier ein Stück weit. Ach komm jetzt. So. Weil ansonsten kommen wir hier, glaube ich, wie war denn das mit dem Boot? War das so? So war ein Boot. Und so wie ich mich kenne, baue ich lieber gleich zwei. Weil das Problem, ich bin jemand, der sich auch gerne mal an Seerosen versucht zu kentern. Okay. Die tauchen wir einmal irgendwann auf.
Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich hier nicht zu so schnell durch die Seerosenkante. Ja, so ein Boot bauen ist natürlich immer eine sehr praktische Sache. Zumal wir ja wissen, dass eigentlich dieser Fluss bis nach Hause führte. Im Dunkeln ist es natürlich sehr schwierig mit den Sachen, aber wir kriegen eigentlich eine ordentliche Fahrt drauf. Ja, für im flachen Gewässer ist das alles nicht so ein Problem. Ja, ein Tief geht. Ach, guck mal, siehst du, da war schon eine Seerose wieder. Da hinten auch. Wow. Na, 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 warum, 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 warum? Warum? Ja, Leute, jetzt wird's lustig. Wir könnten natürlich jetzt rausspringen und noch ein paar Sachen finden. Hätte man eigentlich von vornherein bauen können, oder? Um schneller zum Ziel zu kommen. Aber haben wir nun mal nicht gemacht und fertig ist. Oh, warte mal. Zurück, 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 zurück. Nein, nein. Bin langsam. Ich bin langsam. So, warte mal. Hier hinten geht's durch. Ich glaube, das ist nämlich der Bereich, wo wir durch müssen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass uns von der Seite, weil es ein schmaler Gang ist hier auch, nichts großartig angreift, weil ab jetzt ist es langsam dunkel genug, dass hier auch was spawnen könnte. Und die spawnen natürlich wahrscheinlich genau da, wo ich ja wieder bin, hier am Rande. Einer könnte jetzt sagen, ja, warum läufst du nicht? Weil ich jetzt gerade meine Boot Dakar fahre. Bin ich umsonst ein Boot gebaut. Außerdem kommen wir ganz gut voran hier. Seerosen brauche ich, denke ich mal, hier auch nicht gerade erwarten, aber diese Viecher, und wenn die hochkommen, die können mir auch mein Boot kaputt kloppen. Da hinten ist es sogar schon. Und jetzt kann ich hier eh raus. Leute, so. Jetzt muss ich rennen. Und da hinten sehe ich aber schon die Lösung. Sieht nämlich nach meinem NPC-Dorf aus. Und da ist mein Haus. Ja. Gut, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wobei ich hier gerade gar nicht. Da hinten ist ein Monster, okay. Auf dem Weg liegt auch irgendwas. Bam! Oh, hat mich wieder erschrocken, ey. Mann, wo ist denn hier noch einer? Nirgends. Lass mir deine Ruhe, Mann. Mutti! So ausgeleuchtet ist es. Nein, ich schlafe. Gute Nacht, Leute. Haben wir ja gerade nochmal so geschafft. Rot sind also Feinde. Die müssen uns jetzt hier alle eigentlich verlassen, nach und nach. Ist gerade ein bisschen hackt. Auch ganz schön laut hier eigentlich, wa? Jetzt ist natürlich das Problem, Creeper dürften auch gespawnt sein. Da will ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Guck mal, hinter unserem Haus ist was. Und das müsste ich auf jeden Fall erledigen. Könnte natürlich eine gute Spinne sein. Weiß ich nicht. Ach, Leute, ey, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, ja, da oben ist ein Zombie. Warum verbrennt er denn nicht? Auf dem Dach. Naja, gut. Wenigstens ein bisschen XP, das ist ja schon mal etwas. Bei mir ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen die FPS am Hängen. Mal gucken, ob es gerade wieder ein bisschen normalisiert. Eigentlich ja nicht. Ich werde dann nochmal meine Tests durchführen, dass wir da auf jeden Fall was Zuverlässiges hier irgendwo noch hinkriegen. Wie viel? Ja, guck mal, wir haben 26 eigentlich, ne? Jetzt könnte man natürlich noch mehr anpflanzen. Ich könnte aber auch sagen, dass ich jetzt hier einfach vorsichtig den hier noch, den Rest einsammle. So, genau. Hopp, mal hier noch hoch. Und gucken wir einfach mal, wie viel wir jetzt daraus basteln können. Das ist doch eigentlich schon gar nicht so schlecht als Grundlage. So, den hier noch. Und den einfachen noch, dann nehmen wir noch die da hinten vom Sand. Morgens? Vielleicht war das wegen den ganzen Feinden gewesen. Muss mal gucken, ob die Einstellung sich negativ auf meine FPS auswirkt. Wenn ich diese Feinde mir eben halt anzeigen lasse. Wir haben jetzt schon mal 23 Zucker, oder 53 Zucker, das ist schon mal sehr, sehr gut. Damit sollten wir eigentlich. Ey, Spinne, bleib mir fern. Oh, es hackt, das geht ja mal gar nicht. So.
schauen wir jetzt mal. So. Mann, was ist denn mit mir heute los? Wie wäre es denn erstmal mit Papier? Das auch noch machen. Okay. Gut, und dann hatten wir das so gehabt. 9 haben wir rausgekriegt, 24 haben wir noch. 8. Wäre also noch gut, wenn wir irgendwie... Autsch. Wo ist denn hier die Spinne? Die ist auf dem Dach, wa? Oder? Hm. Na, jetzt natürlich hier einen Wald angelegt. Den habe ich ja letztes Mal gepflanzt. Und Creeper-Alarm hoch 10, ne? Ist ja immer sehr, sehr, sehr gern gesehen da drin. Mache ich natürlich nicht. Ich hoffe natürlich aber auch, dass sich hier noch ein paar Rinder gespawnt haben. Schweine sind jetzt relativ. Ich möchte nicht an meine Rinderfarm ran, weil die noch einfach zu dünn besiedelt ist. Deswegen suche ich mir da hinten gerade mal ein paar nette, freundliche Kühe, um mir noch ein bisschen Leder zu spendieren. Da haben wir doch genug. Guck mal. Dich lasse ich doch gar nicht erst da reinfallen. Super. Aber was hier schon wieder für Höhlen sind? Waren die schon von vorne rein? Das kann aber nicht wahr sein. Oh, was ist denn hier los? Warum lege ich mir überhaupt eine Farm an? Wenn hier so viel spawnt in den neuen Versionen, ist ja der Wahnsinn. Da brauche ich mir ja keine Sorgen mehr machen. Wenn so ein Zuckerrohr so spawnen würde, wäre ich ja echt glücklich. Oh, cool. Auch richtig viel rausgelassen. Oh, hier kommt richtig was zusammen, Leute. Also da. Na, sag mal. Schlag hier alles. Na komm. Meine liebe Kuh. Besser als wenn ich jetzt Pferde hier machen würde, wa? Bei den ganzen Pferdeskandalen muss ich aufpassen. Nee. Ich habe noch ganz traditionell das gute alte Rinderfleisch. Hier in der Verwendung. Benutze kein Pferdeleder oder irgendwas in der Richtung. Alles in Ordnung. So, da ist noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Die wollen wir noch nicht vergessen und vernachlässigen. So, holen wir uns die Kuh auch nochmal. Ach, hier oben ist ja... Wir müssen ja quasi die Kühe hier. Ansonsten ist das ja eigentlich Überbevölkerung und das wäre nicht gut. Naja, haben die gar keine Wiese mehr, wo sie jetzt grasen können. Sind wir mal ehrlich. So. Guck mal, wie viel... Ach, 20. Ach. Komm, guck's gerade noch so freundlich. Guck mal. Ja, ein bisschen vertrottet hast du. Ey, guck, nicht freundlich, vertrottet warst du. Ja, natürlich haben wir jetzt immer noch fehligerweise die Probleme mit dem Zuckerrohr. Na komm. Oh. Ich kann dich doch nicht so halb angeschlagen hier rumlaufen lassen. Funzt nicht. Nö. Da bin ich ja tierlieb. Oh Gott, makaber, das klingt, aber egal. Nutzen wir unseren halben Weg hier. Fressen uns nochmal hier ganz schnell einen Steak in den Magen. Zack, gut. Davon sollten wir eigentlich auch genug haben. Laufen hier am Rande der Bande entlang und hoffen immer schneller zu sein als der nächstgelegene Creeper. Wobei eine Creeper-Plage habe ich hier nicht gerade, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz annehmbar. Okay, schauen wir jetzt mal hier lang, wie viel wir noch generieren können. Ich weiß gar nicht, 8 Stück waren das gewesen, ne? Die wir hier noch hatten. So. Machen wir so. 17, na toll. Okay. Dann war ein Bücherregal ja so gewesen, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich habe schon wieder fast vergessen. Genau. 5 Stück kriegen wir noch hin. Eigentlich nicht so schlecht. Wenn... Ja, wir mal gucken, wie viel wir noch brauchen. Weiß es nämlich ehrlich gesagt wirklich nicht, wie viel. Ich habe jetzt da noch 2 Bücher gehabt. Da oben noch ein Buch drinne. Nee. Hier war auch kein Saatgut mehr. Schauen wir mal. Die Frage ist, wie nah müssen die sein? Sowas hier mache. Und so. Wie weit komme ich denn jetzt mit meiner Verzauberung? 9.
10, 13 habe ich teilweise, 14. Es geht doch bis zu 30. Was mache ich denn jetzt hier falsch? Ich muss anscheinend noch zu wenig haben. Ich muss hier oben die ganze Kante zubauen. Das könnte natürlich sein, oder ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch auf Erden. Das ist natürlich auch alles möglich. Brauche ich eigentlich noch... Ja, viel mehr an Zuckerrohr. Natürlich jetzt gerade etwas nervig ist. Zugegebenermaßen. Weil es hier den ganzen Fortschritt noch leicht aufhält. Aber egal, stellen wir das hier noch hin. Komm. Müssen wir die Plantage gerade mal ein bisschen ausweiten. Weil, ups. Ja, mit irgendwas anderem hier irgendwie, mit Knochenmehl waren die ja auch nicht gerade zum Wachsen zu bringen. Ja, dementsprechend. Weiß nicht gerade noch, ich kann mal gucken. Auf X kann man sich ja die Map angucken, findet man nichts. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie es beim nächsten Mal aussieht, ne? Okay. Gucken wir mal. Heute mal eine extra lange Folge für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage mal, wie ich dann die ganzen Bücherei aufbauen muss. Ne? Bis dahin, euer der Spielpirat.